Alle gegen das neue Schulgesetz? Genau das verbindet offensichtlich alle Akteure, die sich vor kurzem dem Bündnis Gute Schule in MV angeschlossen haben. Am 19. März bei der Landespressekonferenz präsentierte das Bündnis seinen Forderungskatalog. Im Visier die Schulgesetznovelle und die Entwicklung eines inklusiven Schulsystems im Lande. Eine gute, inklusive, ganztägige und digitale Schule in Mecklenburg-Vorpommern käme durch die Novellierung nicht zustande, behaupten die Bündnismitglieder. Sie werfen der Politik auch vor, bei den Diskussionen rund um die Schulgesetznovelle nicht mit einbezogen gewesen zu sein. Ich bemänge, dass es Ziele hat, Ziele vorgibt, aber es fehlen die sächlichen, die personellen Voraussetzungen. Und solange die nicht mit abgestimmt sind, ist natürlich auch gar nicht die Umsetzung klar. Und dementsprechend wird vermutlich der schwarze Peter zum Schluss bei den Schulen, bei den Schulleitungen landen. Ja, das aktuelle Schulgesetz ist einfach nicht zu Ende gedacht. Und mein Fachverband, ich bin vom Fachverband Sonderpädagogik, sieht also eine deutliche Aushöhlung des Inklusionsbegriffes mit dem, was jetzt das Schulgesetz so vorsieht und vorgibt. Und da denken wir, muss dringend nachgebessert werden, weil das nicht das ist, was ursprünglich mal gedacht war im Sinne der Inklusion. Die aktuelle Schulgesetzänderung, die dem Landtag vorliegt, findet leider keine Lösung auf die dringenden Probleme, die wir aktuell in den Schulen haben. Im Gegenteil, aus unserer Sicht verschlimmert es die Probleme nur noch. Inklusion wird so nicht funktionieren, wie es in der Theorie angedacht ist. Digitalisierung wird nicht gelingen, ganztägiges Lernen wird dadurch nicht gelingen. Ja, wir bemängeln, dass das Schulgesetz in seiner jetzigen Form nicht den Gegebenheiten entspricht, die wir eigentlich benötigen, um ein vernünftiges eine vernünftige Bildung für unsere Kinder zu ermöglichen. Und deshalb fordern wir eben, dass man sich mehr Zeit nimmt, auf die entsprechenden Vorschläge der heute hier gehörten Experten eingeht, um ein vernünftiges Schulgesetz als Basis einer guten Bildung zu schaffen, um auch gerade die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Für seine Forderungen will das Bündnis zunächst einmal einen Zuspruch in den politischen Gremien gewinnen. Sollte dies nicht funktionieren, sind die Mitglieder sogar bereit, auf die Straße zu gehen.